So, dann können wir wieder loslegen. Ne? Mit kurz, wo haben wir letztes Mal aufgehört? Wir waren beim Rechteck-Hohlleiter. Die Moden haben wir uns, glaube ich, nur als irgendwie bunte Bilder oder so angeguckt. Das war jetzt nicht so, dass man die wirklich, dass wir wirklich versucht haben, die zu verstehen. Ich möchte nur auf ein Bild zurückgehen, nämlich auf dieses Diagramm, wo hier auf der X-Achse die Frequenz eingetragen ist und hier die Wellenzahl. Also der Ausbreitungskoeffizient. Und da eben solche Dinge auftreten, wie hier im unteren Ende, dass da eben eine Krümmung vorliegt. So, und insofern möchte ich nochmal kurz darüber sprechen. Ich hatte auch schon gesagt, es ist eine Verbindung zur Geschwindigkeit. Möchte ich nochmal einmal kurz darüber sprechen, über was für Geschwindigkeiten reden wir eigentlich hier? Oder was kann man denn meinen, wenn von Geschwindigkeit der Welle in einem Leiter die Rede ist? Das ist, glaube ich, im freien Raum relativ klar. Im freien Raum haben Sie eben die, eventuell, wenn Material da ist, durch Wurzeln Epsilon R geteilte Lichtgeschwindigkeit, ne? Also die 300.000 Kilometer pro Sekunde. Im Wellenleiter aber nicht unbedingt. So, jetzt können wir uns natürlich mal überlegen, was für Möglichkeiten haben wir denn eigentlich, uns dem zu nähern? Und was ist dann eben letztlich wirklich die Geschwindigkeit, die ein Signal hat? So, eine Variante ist natürlich, sich zu überlegen, wie schnell ist eigentlich die Welle? Also wie schnell kommt die Phase an mir vorbei? Ich mache da gleich ein paar Bilder zu. Das ist dann selbstredend die Phasengeschwindigkeit. Sie kommen relativ schnell darauf, wenn Sie sich das analysieren, dass diese Phasengeschwindigkeit ganz komische Dinge bringen kann, nämlich zum Beispiel weit über Lichtgeschwindigkeit sein kann. Und nein, das ist nicht Nobelpreisverdächtig. Also selbst wenn Sie jetzt irgendwie ausrechnen, ich habe irgendwas, was hat eine Phasengeschwindigkeit von dreifacher Lichtgeschwindigkeit? Nee, gibt es keinen Nobelpreis für, haben Sie nur was nicht verstanden. Es hat nämlich nicht unbedingt was damit zu tun, wie die Energie transportiert wird und wie ein Signal, was ja letztlich Energie ist, transportiert wird. So, nach wie vor ist es so, dass wirklich die Energie, also auch das Licht und die Information nicht schneller sein kann als Licht. Das hat sich also seit Einstein nicht geändert. So, dann können wir uns auch nochmal angucken und das Ganze ein bisschen versuchen zu verfeinern und sagen, so eine Welle ist ja super uninteressant. Weil wer will schon eine Welle, die immer da war und immer da sein wird, das ist ja die Definition von eingesprungener Zustand, wer will die dann schon beobachten? Da ist ja keine Information drin. Weil das war schon immer da und es wird immer da sein. Also wo ist die Information? Ne? Es macht ja erst Sinn, wenn Sie irgendetwas haben, wo auch mal was passiert. Da ist dann Information. Nicht? Also könnte man sagen, ich nehme mal Gruppen von Wellen. So eine Gruppe schicke ich da durch. Puls vielleicht, könnte man sich vorstellen. Und damit sind ja immer mehrere Frequenzen assoziiert. Und dann könnte man sich überlegen, vielleicht ist das ja sowas wie die Geschwindigkeit des Signals. Machen wir mal ein bisschen mehr Licht an. So, ist es aber auch nicht, werde ich gleich auch was zu sagen. Und dann können wir uns noch die Frage stellen, die fast philosophische, wie schnell ist denn wirklich das Signal? Na gut, so, also machen wir mal die Phasengeschwindigkeit, gucken wir uns das an. Die ist relativ schnell zu berechnen und auch relativ gut verständlich. Stellen wir uns nämlich einfach mal hier hin. Das ist x hier an der Stelle. So, die Welle wandert hier und stellen Sie sich einfach mal hier an die Stelle, zack, 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 so ein Männchen hier hin und warten einfach, bis der zweite Nulldurchgang kommt. Und Sie stellen sich da hin und messen Sie, zack, Nulldurchgang und dann der nächste und der übernächste und dann ist die Welle vorbei. So, dann wissen Sie ganz genau, die Strecke, die die Welle zurückgelegt hat, war Lambda und die Zeit, die die Welle zurückgelegt hat, war die Periodendauer. So, da steht's. Das ist die Phasengeschwindigkeit, das kann man noch so ein bisschen das Ganze auf schlau ausdrücken und dann kommt da einfach raus, Omega durch Kz. Kz war die Wellenzahl, das war nämlich das, was in diesem Diagramm immer auf der X-Achse stand, auf der Y-Achse stand, hier so Kz. Und hier unten, das hier war das Omega, beziehungsweise ich hatte da immer F hingeschrieben, aber der Skalierungsfaktor ist ja bloß 2π. So, und das, was Sie hier jetzt hatten, wenn Sie jetzt so eine Kurve hatten, wie wir die eben gesehen haben, dann würden Sie jetzt einfach nur hier gucken. So, das hier ist meinetwegen das Kz, das dazu gehört. Das ist das Omega. Teilen das einfach durcheinander und fertig ist die Laube. Das ist die Phasengeschwindigkeit. So, in einem Rechteck-Hohlleiter haben wir jetzt einen Formelzusammenhang für dieses Kz. Ich habe den hingeschrieben, aber nicht ausgeführt. Sonderlich, das war so diese Wurzel, da steckte irgendwie die Ausbreitung des freien Raumes drin hier und dann wurde da
im Prinzip hier Faktoren für die Wellen, für die Moden wurden abgezogen, je nachdem, welche Modenzahl M und N wir in welchen Richtungen hatten, also wie viele Wellenberge da irgendwie in der Querrichtung drin waren. So, und dann kommen Sie drauf, dass das hier so ein Wurzelausdruck ist, kann man so ein bisschen hin und her rechnen. Und was man rausfindet ist, wenn Omega gegen unendlich geht, kann man einfach mal einsetzen, dann geht das hier gegen die Ausbreitung des freien Raumes. Kann man sich auch vorstellen, weil wenn Sie einfach in so einen Rechteckhohlleiter nehmen und dann lassen Sie Omega gegen unendlich gehen, dann wird nämlich aus der elektromagnetischen Welle von vielleicht wenigen Gigahertz plötzlich ein optischer Laser. Das ist ja auch nichts weiter als eine elektromagnetische Welle und die geht einfach gerade durch. Die sieht fast gar nichts von den Wänden, ne? Also ist die Vorstellung schon klar, das verhält sich halt wie, ist halt ein Hohlleiter, ist hohl, da wird durchgestrahlt, verhält sich eben wie der freie Raum. So, fertig. Was passiert jetzt aber in dem Bereich, wo wir hier die Cutoff-Wellenlänge haben, wo also die Welle gerade so halb in diesen Rechteckhohlleiter passt? Ja, wenn Sie sich an das Bild zurückerinnern mit den beiden gekreuzten Wellen, die aufeinander zulaufen, was ich da vor mal hatte, eingeführt hatte aus rein didaktischen Gründen, wo ich dann die Wände eingeschoben habe. Ja, das Cutoff, wo es gerade so reinpasst, heißt eigentlich nichts weiter, als dass die Welle ganz steil hier zwischen diesen beiden Wänden hin und her geht. Oder im schlimmsten Fall sogar einfach nur hin und her geht. Das heißt, die kommt eigentlich überhaupt nicht voran. Die Phase ändert sich aber trotzdem, weil nämlich die Wellenfront, die ich jetzt mal in Rot mache, dementsprechend steil hier ist. Das ist die Wellenfront. So, und wenn sich jetzt in der Richtung nach oben die Welle nur so ein ganz bisschen fortbewegt, dann können Sie sich vorstellen, aufgrund des Winkels bewegt sich diese Phasenfront an der Stelle hier unendlich schnell fort, ne? Und damit haben Sie eine unendliche Phasengeschwindigkeit. So, hat aber nichts mit Energietransport zu tun, weil der ist nicht assoziiert damit, weil das geht eh nur hin und her und nicht voran. So, also, scheint, wenn das dabei rauskommen kann, nämlich eine Phasengeschwindigkeit von irgendwie unendlich, dann scheint das ja irgendwie nicht so unbedingt das tauglichste Modell zu sein, um sich zu überlegen, wie Geschwindigkeiten von Wellen wirklich sind. Also man kann die Phasengeschwindigkeit schon brauchen, so ist das nicht, aber so richtig toll ist es vielleicht auch nicht, um die Frage zu beantworten, wie schnell ist jetzt mein Signal im Hohlleiter beispielsweise. Die andere Variante ist jetzt die sogenannte Gruppengeschwindigkeit einzuführen. Und eigentlich haben Sie es immer, wenn Sie Informationen übertragen wollen, mit unterschiedlichen Frequenzen zu tun. Unterschiedliche Frequenzen, der allereinfachste Fall und der durchaus doppelt so komplexe Fall, wie mit einer Frequenz zu arbeiten, ist eben mit zwei Frequenzen zu arbeiten. Also haben Sie einfach ein Signal, und da kommt jetzt schon wieder der Fehler ins Spiel, in dem auch in diesem Modell Signale, die eingeschwungen waren, also schon immer da waren und immer da sein werden. Einmal hier bei einer Frequenz Omega 1 und dann bei einer Frequenz Omega 2. Okay, wenn Sie das Ganze mit dem Additionstheorem zusammenfassen, dann kriegen Sie einmal hier die mittlere Frequenz raus, also die Mittenfrequenz zwischen beiden, und das ist das Interessante hier, eine Schwebung mit der Differenzfrequenz. Gut, und was uns eigentlich interessiert, ist die Geschwindigkeit von dem hier. So, die mittlere, nicht so interessant, aber die Differenzgeschwindigkeit von dem Paket. Denn das ist jetzt, ist ja genau diese Einhüllende hier, die da nochmal gezeigt ist. So, mit welcher Geschwindigkeit bewegt die sich fort? Ja, machen wir dasselbe wie vorher, oder dieselbe Formel wie vorher, also Omega 2 minus Omega 1 durch KZ2 minus KZ1. Und wenn wir jetzt die beiden Frequenzen aufeinander zulaufen lassen, einen Grenzübergang machen, dann ist das hier einfach die Ableitung. Das heißt also, in diesem Diagramm, das wir immer hatten, mit Omega, KZ und dann meinetwegen für den Rechteckhohlleiter sowas hier, geht es hier um die Steigung. Da oder da hätte ich auch eine andere Farbe machen können. Und nicht um die einfach nur die Werte durcheinander geteilt. Okay, da können wir auch ein bisschen rumrechnen und wir kommen hier darauf, dass die Gruppengeschwindigkeit sich genau anders verhält als die Phasengeschwindigkeit, nämlich für Omega gegen unendlich
nee, nicht genau anders verhält, sondern für Omega gegen unendlich passiert wieder Ähnliches. Da ist eigentlich nur ja, sehr hochfrequente, sehr kurzwellige elektromagnetische Strahlung unterwegs und die verhält sich eben da wie im freien Raum, weil der Hohlleiter dann ja letztlich hohl ist. Und wenn wir auf die Cutoff-Frequenz gehen hier, dann ist die Gruppengeschwindigkeit 0. Da geht es nämlich nur hoch und runter und die Gruppen kommen auch nicht voran. So, das ist das, was ich meine damit anders. Und das ist im Gegensatz zur Phasengeschwindigkeit Vp gegen unendlich hier an der Stelle. So, dass man das Ganze beides in die Diagramme eintragen kann und dann hat man es so und findet, dass die Phasengeschwindigkeit hier, also unter Cutoff, passiert sowieso komische Sachen. Da gibt es auch immer wieder Leute, die dann sagen, so, ich habe Effekte entdeckt, die hier unter, mit dem Hohlleiter unter Cutoff, da wo die Energie irgendwie nur tunnelt, mit Überlichtgeschwindigkeit voran sind, das sind alles Messfehler. Also da gibt es immer wieder Leute, die dann auch so irgendwo in der Presse auftreten oder im Fernsehen dann irgendwie was gemacht wird und das soll angeblich schneller als Licht sein, die haben sich einfach nur vertan. Das ist alles. Die Maxwell'schen Gleichungen gehorchen der Relativitätstheorie und insofern kann nichts, was den Maxwell'schen Gleichungen gehorcht, und bislang ist ein Beweis, dass das nicht so ist, nicht erbracht, schneller als Licht sein. Geht nicht. Solange Sie bei Maxwell's Theorie bleiben, sind Sie bei Einsteins Theorie und dann ist es eben nicht schneller als Licht. Und wenn Sie was dabei gemessen haben oder ausgerechnet haben, dann sollten Sie sich mal die Frage stellen, wo der Fehler ist. Kann auch ein geknicktes Kabel sein oder so, das einfach nur in einem Referenzkanal eine Verzögerung verursacht oder sowas, nicht? Und deswegen, was überholt wird. Nun gut, also wir haben die Cutoff-Wellenlänge, also oberhalb dieser Frequenz fängt überhaupt oder wird die Welle überhaupt ausbreitungsfähig. Und da ist die Phasengeschwindigkeit eben sehr groß, also unendlich. Und die Gruppengeschwindigkeit ist gering. Ja, das war's. Aber so richtig hilft uns das auch nicht so weiter. Jetzt haben wir noch die Interpretation hier. Und ich möchte Ihnen dazu noch, die habe ich aber auch, glaube ich, schon mal eingeführt. Ups, kann man das irgendwie... Mal ein bisschen surfen. Das war ein Zeichen zu viel. So, also unter dieser Internetadresse da, falls.com, da habe ich Sie, glaube ich, im ersten Semester schon darauf aufmerksam gemacht. Nur jetzt mache ich es mal live. Finden Sie die Math and Physics Applets. Da gibt es auch ein Dispersion Applet. Dispersion ist ja genau das, wo Sie es mit unterschiedlichen Frequenzen und unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu tun haben. Und da machen wir mal hier, bringen wir die mal auf einen Nenner. Geschwindigkeit sollte auch gleich sein. Guck, ob ich das hinkriege. Ich habe den Eindruck, ich müsste hier... Ich fange mal mit No Dispersion an. Also er hat das da schon fertig gemacht. So, das habe ich eigentlich hinstellen wollen. Aber so mit meinem dicken Finger habe ich es nicht hingekriegt. Also, keine Dispersion. Das heißt also, alle Frequenzen, alle Signale mit, auch egal welcher Frequenz, haben die gleiche Geschwindigkeit. Das ist so das, was man im freien Raum hat. Ne? Solange es elektromagnetisch ist, hat es Lichtgeschwindigkeit. Punkt. Weiter gibt es da keine Änderung. So, und dann bewegt sich natürlich alles hier gleich schnell dadurch. Und hier unten gibt es eine Überlagerung, das ist jetzt ein bisschen extrem, das stelle ich gleich noch etwas anders ein, dass man auch Pakete sieht. Und hier unten bewegt sich einfach auch die Überlagerung der beiden so ganz wunderbar dadurch. So, ich wollte die Frequenzen noch ein bisschen angleichen. Achso, ich hatte ja auch am falschen Dings gedreht eben, deswegen war das so. So, die sind jetzt beide gleich her, aber noch nicht gleich oder nicht gleich. Was Sie hier unten sehen, ist das, was ich von Gruppen meinte. Ne? Also Sie haben jetzt anscheinend so Wellenpakete in der Überlagerung. Das sieht ja so aus, als wäre das hier eine 1, dann eine 0 und dann eine 1 und dann wieder eine 0. Wenn Sie es digital interpretieren wollen, das Problem ist nur nach wie vor hier, auch das ist eingeschwungener Zustand. Also diese Welle war schon immer da und wird immer da sein. So, oben, Sie sehen aber alles, bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit dadurch. Das haben wir jetzt nicht gemessen, aber so vom Auge her sieht das irgendwie schon so aus. Und jetzt kann ich mal anfangen
und kann mal die Geschwindigkeiten ändern. Ich kann zum Beispiel, oben ist die lang, ist die größere, ist die geringere Frequenz. Ich kann die zum Beispiel etwas schneller machen. So, dann sehen Sie, dass dieses Wellenpaket hier nicht nur sogar steht, sondern sogar rückwärts läuft. Also so sieht's aus. Das können das auch zum Stehen bringen. Na, vielleicht auch nicht. Also Sie sehen, dass es immer langsamer wird. Ich kann das irgendwie nicht, leider nicht mit dem. Ich habe die falsche. Ich bin den falschen Regler hier. Ich gucke immer nach dem, was unten drunter steht, und das ist verkehrt. Entschuldigung. So, das ist so etwa der Punkt, ne? Wo das jetzt fast so aussieht, als wenn es stehen würde. So, und ich kann natürlich hier die Geschwindigkeit der Welle 1. Ach, das ist. Irgendwie komme ich mit den Reglern nicht klar hier. So. So hätte ich es gern. Und die hätte ich beide erstmal gleich schnell. So, jetzt haben wir das wieder hingestellt. Und jetzt möchte ich den ersten ein bisschen langsamer machen. Dann sehen Sie, dass die Gruppe da nach rechts wandert. Und ich kann den ersten ein bisschen schneller machen, dann sehen Sie, dass die Gruppe zurückwandert. Ich bin mit den Reglern nicht klargekommen, ich habe irgendwie die Beschriftung falsch interpretiert. So, jetzt sieht das aus, als wenn er rückwärts läuft. So, um nochmal die Begrifflichkeiten, die eher aus der Physik kommen, zu versuchen klarzumachen. So, Frequenz 1 soll die niedrigere sein. So, und wenn die niedrigere Frequenz, also sprich rotes Licht, wäre es im optischen, die niedrigere Geschwindigkeit hat, dann spricht man von anormaler Dispersion. Und wenn wir normale Dispersion, können wir uns auch mal einstellen haben. Dann müssen wir hier die, dann ist die, das rote Licht ein bisschen schneller. Ja, und dann sieht es so aus. Gut. So, da kann man ein bisschen mit rumspielen. Der Punkt ist eigentlich bloß der, dass Sie mal so, ja, so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, was Dispersion eigentlich bedeutet oder was es eigentlich heißt, wenn man von, oder was es eigentlich heißt, sich Gedanken darüber zu machen, mit welcher Geschwindigkeit die Signale oder Energie überhaupt da irgendwie durch so ein Wellenleit oder sonst wo sich bewegt. Dispersion ganz allgemein haben wir natürlich nicht nur in Wellenleitern, da auch, liegt einfach daran, dass die Feldverteilung von der Frequenz abhängig ist. Das haben wir natürlich auch zum Beispiel im Optischen mit unterschiedlichen Materialien, also mit Licht hat unterschiedliche Brechungsindizes, leicht unterschiedliche Brechungsindizes für blaues Licht und für rotes Licht, was dann eben dazu führt, dass man Prismen bauen kann oder dass Linsen eben nicht so getreu abbilden, Farben so getreu abbilden, wie man es gerne hätte und so. So, die Frage ist jetzt aber natürlich, mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich denn ein wirkliches Signal durch eine Leitung? Und wann kann ich davon ausgehen, finde ich überhaupt das erste Signal oder wann finde ich ein detektierbares Signal? Und das ist eigentlich so nicht
bestimmbar. Man kann das, aber das ist philosophisch und macht keinen Sinn, praktisch keinen Sinn. Man kann natürlich sagen, wenn ich irgendwelche Signale übertragen möchte, dann gibt es immer einen Leistungsanteil, einen Energieanteil, der nicht im Hohlleiter ist, sondern der sich wie im freien Raum bewegt. Also ist der allererste Teil eines Signals, eines Pulses immer mit Lichtgeschwindigkeit beim Empfänger. Das Dumme ist nur, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so wenig Energie, dass ich sie gar nicht nutzen kann. Also da ist zwar, philosophisch gesehen ist da zwar was, aber ich kann es, selbst wenn ich es verstärken könnte, wäre der Signalrauschabstand so beschissen, dass ich irgendwie gar nichts damit anfangen kann. So, also macht die Aussage keinen Sinn. Ist zwar vielleicht richtig, aber sinnlos. Und deswegen gibt es diese eigentliche Antwort nicht, sondern es hängt eben einfach davon ab, was für einen Empfänger haben Sie, was für eine Leitung haben Sie, welchen Signalanteil brauchen Sie wirklich. So, aber das waren jetzt eben nur so zwei Dinge, Gruppengeschwindigkeit und Phasengeschwindigkeit, mit denen man sich eben dieser Fragestellung nähert. Ich würde eher die Gruppengeschwindigkeit nehmen. Die Gruppengeschwindigkeit beschreibt die Situation schon genauer als die Phasengeschwindigkeit, die also total off ist. Okay. Diese Hohlleiterschaltung möchte ich eigentlich gar nicht machen. Können Sie sich angucken, wenn Sie mögen. Ich möchte lieber noch auf einen anderen Hohlleiter zu sprechen kommen, nämlich den Rundhohlleiter und dann irgendwann auch auf die doch so bekannte Koaxleitung. So, Rundhohlleiter ist eigentlich auch nichts weiter als das, was wir beim Rechteckhohlleiter schon hatten, nur dass wir die Ecken rund gemacht haben. Da scheint jetzt die Quadratur des Kreises gelungen zu sein. Nee, also man kann sich das Ganze natürlich auch überlegen. Hier wird eine Welle eingestrahlt und diese Welle, auch die wird sich jetzt hier irgendwie im Zickzack, jetzt habe ich es, auch die wird sich jetzt hier irgendwie im Zickzack so an den Wänden reflektiert dadurch bewegen. Ne? Man kann sich überlegen, dass diese Welle hier, die ich jetzt hier so vertikal meine hingezeichnet zu haben, so, mit der Polarisation beispielsweise, sich genauso verhält wie eine, die rechtwinklig dazu steht. Also sprich, oder jeder andere Winkel. Ne? Also das ist schon der entscheidende Unterschied zwischen einem Rechteckhohlleiter und einem Rundhohlleiter. Hier ist jeder Winkel gleich, weil es einfach rund ist. So, die mathematische Beschreibung ist irgendwie ein bisschen aufwendiger. Sie fanden es vielleicht schon schwierig genug, Differentialgleichungen in kartesischen Koordinaten zu lösen. Das wird nicht einfacher in Zylinderkoordinaten. Gut, kann man hinschreiben. Dann sieht das so aus, die Wellengleichung dafür. Und keine Angst, ich werde die jetzt nicht im Einzelnen mit Ihnen lösen. Letztlich führt sie dazu, dass wir eine Abhängigkeit des Azimutwinkels haben. Hier, wenn ich das doch mal den so hinschreibe, dann hat man hier irgendwo willkürlich natürlich ein Phi gleich 0, ein Phi definiert. Und diese Abhängigkeit Phi ist gefunden hier. Und dann haben wir noch eine radiale Abhängigkeit der Feldstärken. Also das wird da natürlich gezeichnet mit einem Rho. Das ist kein P, ist ein Rho. Was ist das hier? Muss man nicht auswendig können. Ich schreibe mal Winkel hin. Okay, daraus kann man jetzt natürlich eine sich erstmal auswählen hier und beispielsweise den Sinus irgendwie wegmachen. Und hier müsste man noch dazu sagen, das ist die allgemeine Lösung. Was Sie sicherlich im Rundhohlleiter sagen können, ist, dass das Feld hier in der Mitte nicht unendlich wird. Weil dann wäre ja unendliche Leistung da, ne? Das kann es nicht sein. Und weil das nicht unendlich wird, können Sie den Term hier gleich wegmachen. Weil das wäre mit dieser Bessel-Funktion nämlich passiert, sodass eigentlich nur noch dann im Prinzip das mit dem J bleibt, die Bessel-Funktion der ersten Art. Na gut, wir gucken uns die Moden an, stellen fest, dass da ganz ähnliche Dinge passieren wie beim Rechteckhohlleiter eben auch. Es gibt da eine untere mögliche Frequenz, oberhalb der überhaupt die Welle ausbreitungsfähig wird, weil ja dieselben Effekte auftreten. Also auch da muss die Welle ja im Prinzip eine halbe Wellenlänge irgendwie reinpassen, damit es eine konstruktive Überlagerung geben kann. Ansonsten wäre das alles destruktiv und würde gar nicht reinpassen in den Wellenleiter. Nur sind das Ganze jetzt eben nicht mehr so schöne, einfache Zahlen wie
zweimal A oder zweimal B oder dreimal B oder sowas, sondern das sind jetzt so krumme Zahlen, die man hier ausrechnen muss, da die hier aufgeführt sind für die unterschiedlichen Moden, für die TE und die TM-Mode. Und wenn man sich die Bilder, und darauf möchte ich eigentlich eher reflektieren, die Bilder anguckt, dann ergeben sich eben solche bunten Dinger hier. Wo sie beispielsweise in der XY-Richtung hier sich die elektrische Feldstärke angucken, links oben. Ja, was ist der Punkt? So ein bisschen interpretieren kann man es natürlich schon, auch jenseits des Bunten. Kann ich hier reinzoomen? Kann ich eigentlich, ne? Wo ist denn da? So, gucken wir uns mal das hier an. Was Sie wissen müssten oder wissen, ist, dass die tangentiale elektrische Feldstärke an der Oberfläche, an der inneren Oberfläche des Leiters natürlich null sein muss. Das heißt, der elektrische Feldstärkenvektor kann nur senkrecht, jetzt können wir mal kleinere nehmen, ne? Der kann nur senkrecht hier aus der da rausstoßen, hier auch noch, so, und dann da muss er eben einfach null sein. Das kann man kaum lesen, ne? Und hier oben ist am einfachsten, da sieht man es natürlich auch, so, dass das jetzt so eierig ist und elliptisch aussieht, liegt einfach nur daran, dass hier das unterschiedlich skaliert ist. Hätte man auch schöner machen können. So, dann kann man sich vorstellen, in der Mitte ist das Maximum. Ja, aber das ist eigentlich auch alles, was man daran jetzt irgendwie wirklich sehen kann, ne? Es gibt diese Richtung hier natürlich noch ein zweites Mal. Wenn man die Wellen orthogonal auseinandernehmen möchte, die Moden orthogonal auseinandernehmen möchte, dann gibt es das natürlich einmal so rum. Und einmal müsste das auch so rum, das auch noch 90 Grad gedreht geben. Das ist einfach einmal die Lösung mit dem Sinus und einmal die Lösung mit dem Cosinus. So, dann haben wir wieder hier. Gut. So, es gibt noch weitere Wellen. Hier mit dem EX, mit der TM-Welle, da tasten wir uns am besten über das magnetische Feld ran, was unten rechts gezeigt ist. So, hier, das sieht jetzt im Prinzip so aus, als würde hier in der Mitte, naja, eben von der Amplitude her nicht, aber es würde in der Mitte hier irgendwie einen Strom fließen und um den Strom herum würde es jetzt hier so ein Magnetfeld geben. Es sieht nur so ähnlich aus, weil da eigentlich das Magnetfeld nach außen abnehmen müsste und das tut es hier ganz offensichtlich nicht, sondern es nimmt nach außen hinzu. Sondern es ist nur so, es ist eben die Rotation des magnetischen Feldes da und das baut sich nach außen hin auf. So, dass die Amplitude hier steigt. Und das elektrische Feld ergibt sich dann eben entsprechend daraus. Das ist ein Feld, das einfach nur ganz streng nach innen strebt. Sie sehen, das sind einfach nur hier radial verlaufende Feldlinien. Das ist auch völlig symmetrisch. Also völlig zylindersymmetrisch. Gut. So, man kann da jetzt noch höhermodige Dinger sich ausrechnen. Das sind jetzt einfach nur noch bunte Bilder hier vor uns. Möchte ich auch gar nicht im Detail nochmal interpretieren. Hat Spaß gemacht, das auszurechnen und zu plotten und zusammenzustellen. Das geht noch höher. Also wenn Sie die Frequenz jetzt noch höher drehen, respektive den Wellenleiter noch höher, noch größer machen, dann gibt es hier unterschiedliche Moden. Sie sehen das ganz klar hier. Unterschiedlichen Ordnungen hier in Winkelrichtung, unterschiedlichen Ordnungen hier in radialer Richtung. Also da gibt es einfach mehrere Wellenberge und Täler, die sich dann da auf der Strecke aufbauen können. Haben wir noch was? Nee. Ja gut, wo braucht man das oder wo setzt man das ein? Ich hatte Ihnen letztes Mal hier diesen LNA gezeigt, da den Low Noise Amplifier hier vom Satellitenfernsehen. Und da ist genau so ein Ding da drin. Das ist nur so ein kleines Stückchen. Da hat man eben hier an dieser Stelle den Rundholleiter, der so ein Stück die Welle führen soll. Und dann hat man hier die beiden Antennen. Hier ist eine Antenne und da ist eine Antenne.
Und dazwischen hat man zur besseren Trennung hier einfach so einen Kurzschluss reingebracht, der genau die Polarisation, die parallel dazu ist und von dieser ersten Antenne hier schon empfangen wird, wegmachen soll. Ich mache das vielleicht besser in Gelb. So, wenn das jetzt das elektrische Feld ist hier, so, dann wird das von dem Kurzschluss dann weggemacht, weil es ja auch nicht mehr hinten gebraucht wird und von dieser Antenne schon empfangen wurde. Beziehungsweise, wenn Sie es richtig machen und den Abstand des Kurzschlusses richtig wählen, dann wird es sogar an dem Kurzschluss nochmal so reflektiert, dass es nochmal an der Welle ankommt und dann eben entsprechend noch mehr an der Antenne ankommt und noch mehr von der Antenne empfangen werden kann. So. Ja, Koaxwellenleiter kennen Sie irgendwie alle, ne? Man kann sich dem Ganzen nähern, indem man einfach sagt, das ist eine abgeschirmte Leitung. Ja, so haben wir es, glaube ich, in Messtechnik gemacht. Da war das irgendwie der Ansatz und da ist man davon ausgegangen, man legt irgendwie eine Gleichspannung da an oder zumindest eine sehr niederfrequente Spannung an. Und die Idee, die man dabei hat, ist, dass man auf dem Innenleiter einen Strom führt und auf dem Außenleiter, der schön auf dem Umfang verteilt, wieder zurückgeht und dann nach außen hin das Magnetfeld komplett abgeschirmt ist, also nach außen kein Magnetfeld zu sehen ist. So, das war der Ansatz seinerzeit. Das ist auch nicht falsch. Die Aussage, die hier jetzt drin steckt, ist schon wieder, man kann damit eine sehr niederfrequente, auch eine Gleichspannung transportieren. Das heißt, es wird sich hier wohl auch um einen TEM-Wellenleiter handeln. Es ist eine transversale elektromagnetische Welle möglich. Das war es bei den anderen ja nicht. Da hatten wir immer eine transversale Komponente des elektrischen oder magnetischen Feldes, die irgendwie immer dabei war. Hier ist es relativ klar, dass einfach eine Welle möglich ist, die nur E- und H-Feldkomponenten hat, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung stehen. So, das hat ein paar schöne Vorteile. Einmal lässt es sich einfach leichter zeichnen. Na gut, so. Und leichter vorstellen. Wir können das Ganze jetzt auch mal lösen über die Laplace-Gleichung. Da und kommen auf die Lösung hier, dass da sich dass die Ausbreitung unabhängig von der Geometrie ist, ganz einfach, weil die Feldabverteilung nicht mehr von der Frequenz abhängt. Also es ist nicht so, dass die Welle in einem anderen Zickzackweg oder so durch den Wellenleiter durchfließt mit unterschiedlichen Frequenzen, sondern die ist einfach immer senkrecht. So, Punkt oben ist Plus, unten ist Minus oder oben ist, außen ist Plus und in der Mitte Minus oder umgekehrt. Und deswegen sind die Feldverteilungen auch einfach immer gleich und deswegen ist auch die Geschwindigkeit bzw. die Wellenzahl nicht abhängig von der Geometrie, sondern nur vom Material. Wo ist es da? Die Brille. So, das haben wir hier hingeschrieben. Zudem können wir die charakteristische Impedanz ausrechnen. Ich weiß nicht, haben Sie das mal gemacht? In Grundlagen E-Technik 4. Also da steckt natürlich die Geometrie noch drin. Und zwar steckt da drin das Verhältnis hier zwischen Innenleiterdurchmesser und Außenleiterdurchmesser oder Außenleiterdurchmesser und Innenleiterdurchmesser. Und natürlich mit Z0 da der freie Raum und hier das Material. So, würde heißen, könnten wir einen Koaxleiter bauen, der luftgefüllt ist, dann würde der sich auch so verhalten oder die Welle so verhalten wie im freien Raum. Zumindest was die Ausbreitung anbelangt. Das ist technisch allerdings schwierig zu realisieren. Weil wie willst du ein Kabel machen, wo der Innenleiter so frei drin rumhängt und man kann es trotzdem biegen, ohne dass der Innenleiter an die Seiten schlägt. Ne? Also das ist einfach der Punkt. Und deswegen tut man notgedrungen, man wird es gar nicht in allen Fällen unbedingt wollen, deswegen tut man notgedrungen da irgendwie so ein Plastik rein. Irgendein Teflon oder sowas. Ne? Was also möglichst wenig Verluste hat, was auch idealerweise eine relativ geringe Ausbreitungskoeffizienten hat. Hier. Also das Ziel ist sicherlich Material mit Epsilon R gleich 1 zu haben, weil warum? Die Geschwindigkeit V, egal welche, weil ihr dispersionsfrei, ist natürlich C0, also die Lichtgeschwindigkeit durch Wurzel Epsilon R.
Das heißt also, die Welle wird um den Faktor des Materials, also die Elektrizitätskoeffizienten des Materials, langsamer. Schneller geht ja nicht als Licht, ne? Und gleichzeitig haben wir auch eine Wellenlänge, also die Wellenlänge im Wellenleiter wird auch verkürzt um Epsilon R, also Welle um Wurzel Epsilon R verkürzt. So, und auch das, ja gut, das stört nicht wirklich, das braucht man nicht unbedingt, aber dass die Welle langsamer wird, ist jetzt nicht unbedingt das, was man haben möchte. In vielen Fällen stört es nicht, beim High-Speed-Trading oder sowas, also bei den Leuten, die möchte ich mir jetzt nicht auf YouTube drüber auslassen, aber also die Leute, die versuchen im Bereich von Mikro- oder Nanosekunden mit Aktien oder sonst was zu handeln, die machen sich über sowas Gedanken. Ernsthaft Gedanken, ja, ja. So, was ist jetzt das Problem bei dem Koaxleiter? Man könnte mal sagen, alles ganz wunderbar, alles super. Das Problem ist, dass er ja im Prinzip auch ein Rundpolleiter ist. Denn wenn ich mir jetzt mal das in der Mitte wegdenke, den Leiter, dann habe ich ja hier genau dieses eirige Ding, dieses runde Ding. Und irgendwann, wenn die Frequenz steigt, wird die Welle kurz genug, dass sie nicht nur hier als TEM-Welle unterwegs ist, also wirklich genau so, sondern dass es eben auch noch eine weitere Mode gibt, die irgendwie hier noch so da durchgeht. Mode ab circa cut off. Frequenz des äußeren Rundhohlleiters möglich. So, und das ist doof. Warum ist das doof? Weil ich dann nämlich Energie unterwegs habe, die einmal mit der TEM-Welle, mit der Geschwindigkeit der TEM-Welle unterwegs ist, plus ein anderer Anteil der Energie, der mit einer anderen Geschwindigkeit unterwegs ist. So, das führt dazu, dass am anderen Ende, wenn es nur weit genug entfernt ist, Brei wird. Dass ich also Schwierigkeiten habe, dann eben Impulse klar und scharf zu trennen, dass irgendwelche Flanken verschleifen, dass irgendwie Einsen und Nullen ineinander laufen, also Impulse ineinander laufen. Das muss ich verhindern. Das will ich nicht. So, eventuell gibt es sogar destruktive Interferenzen oder konstruktive Interferenzen. Also es gibt irgendwie ein ganz komisches Mischmaß, das ich nicht gebrauchen kann. Also muss man verhindern oder möchte man verhindern, dass diese Welle, diese zweite höherwertige Welle ausbreitungsfähig wird. So, man kann dann eben wieder rangehen und mit der gleichen Differentialgleichung wie auch für den Rundhohlleiter das Problem versuchen zu lösen und zu berechnen und so. Ja, und dann die TE11-Welle ist wahrscheinlich die erste, die anfängt, sich auszubreiten. Naja, und dann muss man irgendwie mal eine Lösung finden, was ist eigentlich die höchstmögliche, oder wie sehen die Wellen aus? So, das können wir als erstes machen. Auf der linken Seite, ich zoom auch hier nochmal wieder ran, damit man es etwas besser sieht. Da haben wir die TEM-Welle. Also genauso, wie Sie sich das vorstellen. Das elektrische Feld zeigt von außen nach innen, von innen nach außen in diesem Fall. Also hier haben wir Plus, da haben wir Minus. Und wenn Sie sich die entsprechende TE-Welle angucken, dann haben Sie eben wieder diese Umfangsabhängigkeit hier drin. Genauso das, was wir eben auch hatten, ne? Was ich eben als allererstes auch diskutiert habe für den Rundhohlleiter. So, die wird irgendwann ausbreitungsfähig, das ist nicht schön. Das magnetische Feld dazu habe ich hier unten drunter aufgeführt, können Sie sich in Ruhe angucken. Und die Frage ist jetzt, wann geht das eigentlich los, wann wird das ausbreitungsfähig und ja, wie muss ich jetzt meinen Wellenleiter entwerfen, damit das eben nicht passiert. Also sprich, ich gehe mit so einem RG58 oder 59 Kabel irgendwie los und
Ja, den betreibe ich eben bei ein paar hundert Megahertz, da passiert das nicht. Also da ist so eine Welle irgendwie einen Meter lang oder im Bereich des Meters lang und das passt dann einfach so eine halbe Welle nicht in den Hohlleiter rein. So, fertig, gar keine Gefahr. Jetzt gehe ich irgendwann in den 10 GHz-Bereich. Da wissen Sie, da ist eine Welle, wie lang? Also 3 cm, muss ich jetzt vielleicht noch irgendwie um einen Faktor anderthalb verkürzen oder so. Das ist so ein typischer Wurzel Epsilon R-Faktor für solche Wellen. Dann ist sie 20 mm lang, die Hälfte ist 10 mm. So, bei so einem Kabel bin ich noch nicht so ganz da. Aber wenn ich jetzt bei 20 GHz oder 30 GHz ankomme, dann ne, vom Gefühl her ist die Welle dann so kurz, die könnte schon wieder reinpassen. Also muss ich mal anfangen, mir darüber Gedanken zu machen. Und ja. Muss man einfach überlegen, die Messung, die ich jetzt hier machen möchte, bei vielleicht 30 oder 40 Gigahertz, kann ich die mit dem Kabel noch machen oder was für ein Kabel muss ich nehmen? Also mal abgesehen davon haben diese RG58-Kabel dann noch andere Nachteile. Also die Dämpfung ist einfach irre groß, dass wenn Sie da einfach nur 10 Meter von dem Kabel haben, kommt am anderen eh nichts mehr an. Ne? Also von daher, Sie laufen nicht notwendigerweise Gefahr, wenn Sie ein bisschen überlegen, dass da wirklich die höhere Mode ausbreitungsfähig wird, dann müssen Sie schon auch andere Fehler machen. Ne? Trotzdem, die Gedanken kann man sich kurz machen. Und ja, was haben wir hier jetzt aufgeführt? Wir haben hier einfach mal aufgeführt die Cut-off-Wellenlänge hier in der Richtung. Schwarz, wo wir haben. Da. Ich schreibe es nochmal größer hin, Lambda C durch A, also die Cut-off-Wellenlänge, nicht die Frequenz, die würde nämlich in die andere Richtung gehen. Und hier das Verhältnis B durch A. So, also wann wird die TE11-Welle ausbreitungsfähig? So, und das haben wir jetzt hier aufgeschrieben hier für Epsilon R gleich 1, 2 und für 4, also für irgendwas dazwischen oder für 2,2 da in der Mitte. So, was will uns das hier sagen? Wenn ich also ein Verhältnis von hier circa 2,3, 2,2 habe, so, da beispielsweise, also B durch A gleich 2,3, dann ist Lambda C gleich 10 mal A. Wenn die Welle kürzer wird, also 9 mal A, dann ist die TE11 Mode ausbreitungsfähig und dann kriege ich meinen Modenmischmasch. So, das war hier das Beispiel für, upsa, da wollte ich jetzt gar nicht hin, oh, macht aber auch nichts. Epsilon R gleich 1. So, warum habe ich genau diesen Punkt gewählt? Weil nämlich genau dieser Punkt dazu führen würde, für Epsilon R gleich 1 und B durch A gleich 2,3 kriege ich ein Z0 gleich 50 Ohm raus. Das ist also die typische 50 Ohm Leitung und das ist auch die schwarze Leitung da drin. So, wenn ich dasselbe jetzt nochmal mache, ich nehme mal eine andere Farbe hier, dasselbe B durch A Verhältnis nehme, und macht den Spaß mal hier bei Epsilon R gleich 4, dann habe ich hier schon bei Lambda C gleich ungefähr 20 mal A. Also bei wesentlich längeren Wellen, respektive kürzeren Frequenzen, was ja auch Sinn macht, nicht? Weil an der Stelle natürlich eine Verkürzung aufgrund des Innenmaterials vorliegt. Die Verkürzung der Welle aufgrund des Innenmaterials vorliegt. Ne? So, jetzt kann ich mir eben überlegen, wenn ich hier auf dieser 50-Ohm-Leitung langlaufe, das ist die ich hier in Schwarz gezeigt habe, welche Verhältnisse von Lambda C durch A kann ich eigentlich jetzt erreichen? Und welche Verhältnisse, das ist der andere Punkt, welche Verhältnisse von B durch A brauche ich eigentlich, um eine 50-Ohm-Leitung zu machen? 2,2 ist durchaus üblich als Teflonmaterial, als Füllmaterial für so einen Koaxleiter. Da bin ich etwa, ja gut, da natürlich, nicht? Jetzt machen wir nochmal eine andere Farbe. Das nehmen wir dann mal lila, schön, ne? So, das wäre aus ein typischer Wellenleiter. Da bin ich bei B durch A gleich 3,5 für 50 Ohm. Und auch da ist es so, dass bei circa Lambda C gleich 20 mal A
die nächste Mode ausbreitungsfähig wird. So, für so ein RG58 habe ich das hier mal ausgerechnet. Da kommen Sie, ich habe die Zahlen eben zwar aus dem Kopf, aber nicht so ganz ohne, Realitätsbezug gewählt. Sie kommen darauf, dass da die höhere Mode ab 37,5 GHz ausbreitungsfähig wird. Da würden Sie das Kabel eh nicht betreiben. Also schon gar nicht mit dem BNC-Connector dran. Ne? Ja, Sie lachen. Also Sie sind fernab davon, da kaufen Sie sich andere Kabel, die dann natürlich dünner sein müssen, wesentlich dünner sein müssen. Auf der anderen Seite möchte man natürlich Kabel mit einem relativ großen Durchmesser haben, weil man, wenn man hohe Energien verlustfrei transportieren möchte und vor allen Dingen auch durchschlagsfrei transportieren möchte, also wenn man hohe Leistungen durch das die Kabel kriegen möchte, möchte man ja die Feldstärken auch begrenzen und das kriegt man eben U durch D, gilt zwar nur im Gleichstromfall, aber die Vorstellung gilt auch bei hoher Frequenz. Je größer das D ist, desto geringer wird die Feldstärke und wenn Sie eben hohe Leistungen transportieren wollen, müssen Sie eben das Kabel dicker machen. Deswegen sind viele Kabel so mit 200, 300 Watt, die hier für Amateurfunk auch verwendet werden oder beispielsweise eben auch so an Basisstationen oder sowas rangehen, auch so relativ dick. Und dann nimmt man nicht so kleine, spittelige, wie wir im Labor haben. Ne? So. Auch die Verluste sind dann geringer, Material brauchen Sie auch weniger. Wenn Sie jetzt ein Ecoflex-Kabel nehmen, das ist schon ein bisschen besser als das RG58. Dann ist der Innendurchmesser hier auch ein bisschen größer. Also auch das kann man sich vorstellen, das ist alles etwas größer. Das heißt, es wird auch verlustfreier, ne? Also weil auch die ohmischen Verluste geringer werden. Hier hat man das Epson R auf 1,3 genommen. Und da ist eben die Grenzfrequenz hier schon 16 GHz. Ne? So, also sie sinkt dann, je größer das Kabel wird. Und da muss man eben so ein bisschen aufpassen, gerade wenn man mit höheren Leistungen unterwegs ist, wenn Sie hier mit so Ihren Mikrowatts unterwegs sind und die so auf Dämpfung nicht ankommt, dann sind Sie weit davon entfernt. Aber wenn Sie hohe Leistungen respektive niedrige Dämpfungen haben wollen im Kabel, haben Sie in der Regel große Kabel. Und wenn Sie dann auch hohe Frequenzen mit hohen Frequenzen arbeiten, dann kann so auch schon mal passieren. Und 16 GHz ist jetzt nicht so astronomisch hoch und so absurd hoch, dass man da nie hinkommen würde. Ne? Okay, so, Konnektoren, ich zeige hier jetzt wenige, weil wir werden die im Labor auch sehen. Da gibt es eben auch eine ganze Menge unterschiedliche Dinge. Ich fange mal hier an bei dem, was Sie alle aus dem Labor schon kennen, hier dem BNC. Wissen Sie, wofür das steht? Nee, British Navy Connector ist auch falsch. Das ist Bayonet Neil Councilman. Bayonet, weil ein Bayonettverschluss und Neil und Councilman, weil es die Erfinder waren. Das ist aber Trivia, ne? Also, man kann Elektroingenieur sein, ohne das zu wissen. Aber man darf es auch wissen. Also macht auch nichts, nicht? Wissen Sie im Gegensatz dazu, wofür N steht? Also der N-Connector hier oben. Neil. So, dieser N-Connector haben Sie auch wahrscheinlich auf unseren HF-Messgeräten schon gesehen. Der ist relativ groß, auch relativ robust dadurch und handlich. Also den kann man wirklich mit unseren unegalen Fingern anpacken und andrehen. Und da braucht man kein großes Werkzeug dafür. Und das macht man einfach, dreht man einfach hier mit dem Finger fest und gut ist. Was Sie wahrscheinlich kennen von Ihren WLAN-Dingern, wenn auch als Reverse Polarity, ist der SMA, steht für Subminiatur A. Kriege ich das jetzt irgendwo dahin? Mal probieren. Subminiatur A Connector. Den zieht man in der Regel mit einem Drehmomentschlüssel an. Haben wir drüben im Labor auch welche liegen. Mit diesen Drehmomentschlüsseln kann man sich ganz wunderbar beliebt machen, wenn man die so, die klacken immer so schön, wenn sie dann am Drehmoment sind. Und man kann sich dann schön da hinsetzen und immer schön rumklacken. Das nervt dann alle anderen und einen selber entspannt. Das ist also nicht die Variante, wie man ihn nutzen sollte. Also man sollte das aber auch tun und den nicht einfach nur mit den Fingern und schon gar nicht mit einer Zange oder sowas anziehen, nämlich aus verschiedenen Gründen. Wenn man ihn nämlich zu lose anzieht, dann löst er sich irgendwann. Während eines Laborversuchs wird das schon nicht passieren, aber wenn Sie das in ein Produkt verbauen, dann schon, dann braucht man ja ein gewisses Anzugsmoment, damit sich auch die Schraube nicht lösen kann. Das ist ja nichts weiter als eine Schraube. Und wenn Sie es zu fest anziehen, dann machen Sie die Innenleiter kaputt. So,
Den SMA gibt es für die WLAN-Geschichte noch in Reverse Polarity. Da hat man einfach den Innenleiter vertauscht. Also der Innenleiter ist da nicht in der Buchse, sondern, der Innenleiter ist da nicht in dem Stecker, also da, wo die dicke Mutter auch drauf sitzt, sondern der ist in dem anderen Ding drin. Macht man einfach, damit an einen WLAN-Router nicht einfach an ganz normale HF-Antennen angeschlossen werden können, weil das nämlich die Spezifikation für die Aussendung des WLAN-Signals zerstören würde. Aber wenn Sie das wissen, wie Sie damit umgehen, machen Sie einfach einen anderen Connector dran und geht's, nicht? Also, man kann da schon umgehen, die Höhe ist nicht so hoch. Dieser SMA unterscheidet sich von einem 3,5, der hier unten drunter kommt, der da, halt den meine ich, dadurch, dass der SMA in der Qualität etwas niedrigerwertiger ist, dadurch ist er auch billiger und dadurch, dass er den Kunststoffmaterial innen drin hat. Das Kunststoffmaterial führt natürlich zu Verlusten, eventuell auch zu Dispersion. Der APC 3,5 hat eigentlich geometrisch die gleichen Maße, passt auch drauf auf den SMA, aber er ist luftgelagert. Das macht ihn mechanisch aufwendiger und damit teurer, aber auch elektrisch besser. So, deswegen geht der in der Frequenz hier natürlich höher. So, sehen Sie da, und die hier gibt es, hier steht jetzt irgendwie 18 bis 24, aber je nachdem, wo Sie den kaufen und in welcher Qualität Sie den kaufen, kann der auch schon mal begrenzt sein auf 6 bis 8 GHz. Ne? Ja gut, Sie sehen aber schon, auch hier haben Sie eine obere Grenzfrequenz, bis zu der Sie ihn verwenden können und wollen, von 34 GHz. Das ist jetzt nicht so gigantisch hoch. Das reicht, also bei uns im Labor reicht es. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel an Autoradar oder sowas denken und dann Messtechnik für Wetterradars und so weiter oder eben auch schon für Kommunikationstechnik, Richtfunkstrecken für 38 GHz und so, dann reicht das einfach nicht. Wenn Sie Signalen mit höherer Frequenz messen wollen und verbinden wollen, müssen Sie kleiner werden im Außendurchmesser. Und da gibt es jetzt hier eben so einen ganzen Zoo bis hin zu einem 1 mm Stecker. Der ist dann schon richtig klein und der ist auch richtig teuer, weil der mechanisch eben sehr aufwendig zu fertigen ist. So, eine gewisse Besonderheit haben wir hier aber nicht im Labor. Ich weiß auch nicht, so richtig verbreitet ist der nicht mehr. Ist dieser 7 mm APC7. Der ist geschlechtslos gewesen. Sie haben ja sonst immer hier, man nennt das auch Male und Female oder Buchse und Stecker, die ineinander müssen. Ja, das heißt, manchmal muss man einen Adapter haben, damit man vom anderen aufs andere kommt und so. Und es gibt eben auch Steckersysteme, die das nicht haben, sondern die können Sie, also Sie werden im Prinzip hier in der Mitte, ne? Die können Sie eben von Männchen auf Weibchen umstellen. Also im Prinzip pressen Sie da bloß Platten aufeinander. Aber auch das muss man mechanisch richtig machen. Ne? So, der Nachteil von all diesen hier oben, da ist, dass Sie die schrauben müssen. Und Schrauben ist in der Fertigung nicht so gern gesehen. Weil das müsste jemand tun. Also, nee, jetzt im Ernst. Ne? Also wenn Sie da jetzt eine Million WLAN-Router oder sowas machen müssen, dann müssen Sie jemanden oder mehrere Leute dafür anstellen, die Schrauben andrehen in irgendeinem Produktionsprozess. Und das ist nicht, vielleicht können Sie einen Roboter dafür bauen, aber selbst diesen Roboter müssten Sie bauen. Ne? Also das ist nicht so richtig schön. Schöner wäre es natürlich, Sie haben irgendwie einfach nur so Snap-on-Stecker. Und die gibt es natürlich auch. Das ist die untere Reihe hier. Den ersten hatte ich schon genommen, Bajonett. Da kann man drüber streiten, ob das jetzt besser ist als Schrauben, nicht? Weil dann müssen Sie mal die richtig zusammenbringen und dann doch noch einmal drehen. Aber es geht schneller, als bis Sie es richtig angeschraubt haben. Und Sie müssen sich auch keine Gedanken über das Anzugsmoment machen, weil zack, dran, fertig. Nicht? Aber es gibt eben auch andere, die Sie einfach nur draufstecken. Hier Steckersysteme, das sind die hier unten. Da hervorzuheben sind vielleicht der MMBX, was elektrisch, mechanisch fast das gleiche ist wie der, ist es nicht. Es gibt dann den SMB-Stecker, der, wenn der noch so eine kodierte, bunt und mit so einer Nase versehene Plastikhülle drumherum hat, auch vom Fachkreis Automobil, deswegen FACRA, also ein genormierter Stecker für Automotive ist. Damit könnten Sie die GPS-Antenne an Ihr Autoradio oder was immer, Navigationssystem anschließen oder so. Sowas werden Sie im Auto finden. Der Unterschied zwischen SMB und FACRA ist eben einfach nur so eine Plastikhülle, eine rechteckige nochmal drumherum.
In alten Handys finden Sie noch so kleine Miniaturstecker vielleicht oder auch in alten WLAN-Routern. Das sind oft so UFL-Stecker. Das ist die letzte Zeile hier. So, jetzt wollte ich noch mal einmal gucken. Ich hoffe mal, ich habe es dabei. Genau. So, das können Sie sich in Ruhe angucken. Am besten gucken Sie es an, bevor wir ins Labor gehen. Was macht man mit Steckern und was macht man mit Steckern nicht? Das ist übrigens hier von außen gesehen so ein APC7-Connector hier. Also man geht gut mit denen um. Die sind auch nicht so richtig billig. Also die SMA, SMB sind im 10-Euro-Bereich sicherlich oder im Euro-Bereich handbar, aber im Cent-Bereich eben auch nicht. Und wenn Sie hochwertige Stecker haben, wie diesen APC7 und so, dann sind Sie schnell im 100er-Euro-Bereich. Nur für den dummen Stecker. So, und der bestimmt natürlich auch maßgeblich, wie gut die Verbindung ist und wie gut Ihre Messung dann wird. Das ganz Fiese bei Steckern, gilt noch wesentlich mehr bei optischen Verbindern, ist, dass wenn Sie einen kaputten Stecker haben, Sie damit auch wirklich was zerstören können. Nehmen wir mal einen an, der hat einen kaputten Innenleiter, der vielleicht zu dick ist oder verbogen ist oder so, und den drehen Sie immer munter auf andere Stecker drauf, dann verbiegen Sie da ja auch die Innenleiter mit den Dingern. Das heißt also, die Probleme wandern mit dem Stecker und Sie zerstören mit einem kaputten Stecker eventuell sogar ein Messgerät. In der Optik kann man sich das auch vorstellen, da drückt man einfach Glasfasern aufeinander und wenn Sie da jetzt irgendwie eine Macke drin haben oder Sandkorn draufliegen haben, dann drücken Sie die Macke von der einen Glasfaserende auf ein anderes Glasfaserende. So, also behandelt man die gut. Hält sie sauber, macht sie sauber, schmeißt sie nicht einfach so in eine Box. So, legt sie nicht neben den Hammer, mit dem Sie neulich die Zelte oder da Ihr Garagendach gebaut haben oder so, ne? Das macht man halt auch nicht. Man macht sie ab und zu sauber. Sollte nichts anderes als IPA verwenden, also Isopropanol-Alkohol, Propylalkohol. Also vor allen Dingen nicht hier irgendwie so Stahlfix oder sowas, was man so für die Spüle verwendet in der Küche ab und zu und dann auch möglichst so ein bisschen zum Schwamm dran rumreiben oder so, das macht man halt auch nicht, sondern eben nur alles vorsichtig. Wenn Sie kaputt sind, und da bitte ich Sie wirklich drum, also auch wenn Sie feststellen, da ist ein Kabel kaputt im Labor, ne? Sagen Sie Bescheid und schmeißen was weg. Also ich habe schon Tage damit verbracht, das sind dann immer so die kleinen Dinge im Leben, die einem das Leben schwer machen, ich habe schon Tage damit verbracht, kaputte Kabel zu suchen. Haben Sie einen Messaufbau und dann geht das nicht und dann kommt was nicht raus und dann denken Sie, meine Schaltung ist falsch. Sie haben ja normalerweise immer einen ganzen Zoo von Problemen, die sich ergeben könnten. Ne? So, und darauf, dass das vielleicht nur das Kabel kaputt ist, weil irgendein Depp mit seinem Rollstuhl da drüber gerollt ist im Labor, ne? Da kommen Sie dann als Letztes, so vielleicht nach 2 Tagen. Da haben Sie dann 2 Ingenieurstage verbraten für Kabelsuchen. Und Sie feststellen, und dann nimmt man das normalerweise, weil man es ja nicht zugeben möchte, ne? Nimmt man das, rollt schön auf und legt es wieder in die Schublade. Das ist Schweinerei. Also, am besten kaputt machen, wegschmeißen. Fertig. Sie sparen damit echt, Sie schmeißen da vielleicht 20 Euro weg, ne? Aber Sie sparen einfach Hunderte an Aufwand und an Geld. So, kalibrieren machen wir hier nicht. Sie nehmen das richtige Werkzeug dafür, also die richtigen Drehmomentschlüssel, die man dafür verwenden sollte und nicht irgendwie eine Zange, eine Wasserpumpenzange oder einen Hammer oder sonst irgendetwas, nicht? Ja, Sie lachen, aber das sind so die Kleinigkeiten im Leben, die einem dann das Leben leichter oder schwerer machen. Okay, ich fange noch an mit planaren Wellenleitern und dann machen wir auch irgendwann eine Pause. Wir haben auch ein bisschen später mit der Vorlesung eigentlich angefangen. Okay, planare Wellenleiter, was sind die? Im Prinzip sind es einfach Wellenleiter platt gedrückt, das, was man auf der Platine haben möchte. Platine heißt ja auf Englisch nicht so umsonst, Planar Circuit Board, Printed Circuit Board. Aber es ist auch planar, also Sie bewegen sich eigentlich bloß in einer Ebene, in der Sie das Material strukturieren können und nicht wie beim Kabel oder Rechteckholleiter in 3 Dimensionen. Also haben wir hier eine Coplanarleitung, die kann man sich vorstellen wie eine quer durchgeschnittene Koaxleitung. Das ist es im Prinzip. Sie haben hier den Innenleiter. Der ist der Innenleiter. Und Sie haben hier die Außenleiter. Die sind jetzt ein bisschen größer geworden, müssen ein bisschen größer sein. Und dann können Sie sich überlegen, wie verläuft das elektrische Feld.
Ja, natürlich irgendwo zwischen den Leitern hier. Ich zeige es jetzt mal nur für eine Richtung hin. So, 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 so. Das könnte sogar eine TEM-Welle wirklich werden, wenn sie das Material, also unten mit Epsilon R angedeutet ist, wirklich homogen um den Leiter verteilen. Das ist es nun meist nicht. Also meist haben sie ja diese Struktur an der Grenzschicht der Platine zur Luft, also oben drauf. Das heißt, sie haben oben ein anderes Material, sprich Luft, als unten, wo sie das Platinenmaterial haben. Und damit hängt natürlich die Feldverteilung und damit die Geschwindigkeit eines Signals wieder davon ab, wie sich das Feld genau in dieser Struktur verteilt. So, das muss man also nochmal ausrechnen. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem hier. Ganz häufig haben sie auch nicht unendlich Platinenplatz und unendlich Platinendicke. Das müsste hier jetzt ja auch eigentlich bis nach ganz weit unten. So, bis nach ganz, das, der hätte wahrscheinlich schon wieder nach links rüber müssen, bis nach ganz weit unten irgendwie sich ausdehnen können. Hier irgendwann wollen sie aber, dass das Material mal aufhört, weil sie da unten den Deckel drauf machen wollen, also das Gehäuse haben, oder weil sie einen anderen Platinenlayer oder sowas haben wollen. Das heißt also, sie müssen unter Umständen hier noch einen Ground, der irgendwo verbunden ist, daran packen. Ja gut, was haben wir jetzt oder was ergeben sich jetzt hieraus für Probleme? Das heißt also, das, was ich eben beschrieben habe, es kommt darauf an, welche Feldverteilung sich wirklich einstellt und die ist frequenzabhängig, das wird nicht besser, sondern eher schlimmer. Und an dieser Stelle hier, da ergibt sich natürlich irgendwo eine Parallelplattenleitung. Ne? Das heißt also, es könnte sogar sein, wenn die Frequenz nur hoch genug ist und die Platine dick genug, ich könnte sich ausrechnen, wie dick, dass irgendwann hier sich ein irgendeine Parallelplattenleitung ergibt. Was heißt das? Da wird Energie tatsächlich ausbreitungsfähig und es könnte passieren, dass dann irgendwann Ihnen die Welle abhaut. Wenn sie nur abhaut und ein Teil der Energie nur abhaut, ist das vielleicht ärgerlich, aber nicht gar so schlimm. In der Regel ist aber eine Leitung selten allein auf der Platine, sondern da ist irgendwo anders noch eine und dann haben sie eine Verkopplung, weil dasselbe nochmal auf der anderen Seite passieren kann. Also muss man ein bisschen aufpassen. So. Die vielleicht natürliche, nicht notwendigerweise beste, aber die vielleicht natürlichste Wahl einer Leitung auf der Platine ist die sogenannte Mikrostreifenleitung oder Microstrip Line. Ich schreibe nochmal den deutschen Namen drunter. Mikrostreifenleitung. Das ist so, im ersten Wurf würden Sie sagen, naja, so mache ich ja meine Platinen, ne? Also oben haben Sie irgendwie den Leiter, wo das Signal durch sein soll und unten drunter haben Sie Ground hier. So, ganz so ist es nicht, denn ganz häufig, wenn Sie sich mal an Ihre Platine erinnern, die Sie so gemacht haben, dann haben Sie irgendwo den Leiter nur oben und den Ground nicht unbedingt unten drunter flächig ausgeführt. Aber die gehören zwingend zusammen, das ist eine Einheit hier, ne? So, Ground und Leiter gehören zusammen. Ich zeige gleich auch noch ein paar Bilder, die darf man nicht unterbrechen. Und wenn Sie jetzt irgendwo da unten mal die Groundleitung unterbrechen, dann haben Sie diese Leitung zerstört. Dann existiert sie nicht mehr so. Weil nämlich die Feldverteilung hier natürlich immer so aussieht, dass das elektrische Feld hier irgendwie runtergeht. So, dann geht es da auch nochmal irgendwo weg. Immer senkrecht aus dem Material raus. Das wissen wir. Und jetzt kommen wir zu den Problemzonen schon. Es gibt natürlich Feldlinien, die verlaufen so im weiten Bogen von der Oberseite bis nach unten. Respektive die genaue Feldverteilung hängt nicht nur davon ab, was ich so gerade im Handgelenk habe, sondern die hängt auch davon ab, wie die Frequenz ist, wie genau die Frequenz aussieht. Und damit ist das wiederum
keine dispersionsfreie Leitung, auch keine echte TEM-Leitung. Es ist quasi TEM, nicht? Weil die transversale Komponente eher klein ist oder sehr, sehr klein ist und man sie auch oft vernachlässigt, aber im strengen Sinne ist sie da. Und auch hier haben Sie eine Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Frequenz. Man beschreibt das über eine effektive, das steht hier auf der rechten Seite, über ein effektives Epsilon. Das ist im Prinzip ein Maß für die Geschwindigkeit oder für das Bremsen. Ne? Je größer dieses Epsilon effektiv ist, desto langsamer wird die Welle. Das haben wir eben mal kurz gezeigt. Und da sieht man eben für die gleiche Struktur, also Verhältnis W zu H, W ist hier angegeben, H ist auch angegeben, verändert sich eben die Geschwindigkeit leicht. Das heißt, die Welle wird im Prinzip etwas langsamer für höhere Frequenzen. Was im Prinzip daran liegt, dass je höher die Frequenz wird, desto mehr von der Energie konzentriert sich unter dem Streifen und konzentriert sich damit im Platinenmaterial, sieht also mehr vom Plastik, also vom Platinenmaterial. Während wenn Sie eine niedrigere Frequenz haben, dann ist das Feld ausgedehnter und es ist mehr Energie im Außenraum, sieht also die Luft. Ja, und was Sie dann im Endeffekt kriegen, ist so eine Mischung davon. So, das ganze Ding hat auch eine charakteristische Impedanz hier. Da, die kann man jetzt angeben und ausrechnen. Das ist auf dieser Folie getan. Ich gehe nochmal wieder zurück. Diese Folie, die lernen Sie bitte auswendig, die Formel. Die wird ganz bestimmt in der Klausur drankommen. Selbstverständlich nicht. Also ich wollte Ihnen nur sagen, in den 70er Jahren so etwa, da haben sich, ist lange her, ne, ich weiß, da hat es also irgendwie Herrschare von Doktoranden gegeben, die jetzt hier bessere und bessere Näherungsformeln für die charakteristische Impedanz oder den effektiven Dielektrizitätskoeffizienten für solche Mikrostreifenleitungen da ausgedacht haben. So, die haben Messungen gemacht, Simulationen gemacht, Vollwellensimulationen gemacht und so, und dann haben sie irgendwann Curve-Fitting betrieben oder haben sich auch noch ein bisschen physikalische Gedanken gemacht und haben dann damit eben diese Formeln da auf den Weg gebracht. So, das ist nichts Verwerfliches dran. Es hat uns auch sehr weitergebracht in der Zeit, weil man nämlich dann plötzlich, man kann das ja auch umkehren, damit ist man natürlich auch in der Lage zu sagen, hey, ich brauche eine Leitung mit 50 Ohm. Wie muss ich die dimensionieren bei dem und dem gegebenen Platinenmaterial? Dann kann man natürlich in diese Formeln reingehen und dann muss man sie ausprobieren und ausmessen und man geht in die Formeln rein und rechnet dann eben raus, ah, dann muss ich eben diese Breite haben und jene Höhe haben oder so. Also das hilft einem ja auch beim Design erheblich weiter. Okay, so, Physik ist ein bisschen drin, aber nicht so, es ist kein hundertprozentig physikalisches Modell. So, ich wollte noch was dazu sagen, wie sich hier der Strom verteilt. Und auch mit einem gut gehübten Mythos aufräumen. Ich male nochmal die Mikrostreifenleitung ganz schnell daneben, weil das geht nämlich flott. Da ist die Masse. Hier ist die Grenzschicht und hier ist der Leiter. Wenn ich mir jetzt die Feldverteilung angucke, erste, zweite Linie, dritte Linie, vierte, fünfte und so weiter. So, dann stelle ich nämlich eines fest für den Strom oder überhaupt hier. An der Stelle hier, da gibt es scharfe Knicke. So ist es nämlich auch gedacht. Und das führt zu einer Feldüberhöhung. Und diese Feldüberhöhung, die führt zu einer stromdichten Überhöhung. So, und genau das sehen wir an dieser Stelle hier. Hier haben wir es mal gezeichnet. So, das heißt also, diese Stromdichte hat so eine Badewannenfunktion. Da. Das ist aber nicht der Skin-Effekt. Und das ist der Mythos, mit dem ich aufräumen möchte. Das liegt einfach an der Feldüberhöhung, an diesen unendlich scharfen Kanten, an diesem 90-Grad-Knick. Man könnte da einen 180-Grad-Knick sich rechnerisch hindenken, würde aber heißen, dass das Ding unendlich dünn ist, was auch wieder nicht geht. Also es gibt diesen
diese Knicke da, diese Knicke führen in dem Material, die führen zu einer Stromüberhöhung genau an den Kanten und das ist aber nicht der Skin-Effekt. Das ist nicht die Stromverdrängung daraus. Manche Leute erzählen, dass es das wäre, ist es nicht. Das ist auch, nämlich auch im Gleichstromfall da. Da wird die Stromdichte am Rand ist einfach dann da, theoretisch gesehen, unendlich hoch. Sie ist einfach wesentlich höher als innen drin. So. Wenn Sie jetzt natürlich noch die Frequenz ein bisschen hochdrehen, dann kommt noch so ein Effekt wie der Skin-Effekt dazu. Und damit drängt sich dann hier die Energie noch weiter nach außen, was man hier auf dem unteren Bild schön sieht. So, da. Ja gut, was kann man mit dieser Mikrostreifenleitung schön machen? Die Mikrostreifenleitung ist einfach auf so einem PCB, auf einer Platine zu realisieren. Einen Leerlauf kann man ganz gut machen. Das ist nicht perfekt, aber es ist ganz gut machbar. Einen Kurzschluss kann man hinkriegen, also muss eine Verbindung einfach von dem heißen Leiter zur Masse machen. Okay, Kurven kann man damit hinkriegen. Ja, was darf man nicht tun? Also man darf die Groundplane gehört zum Leiter dazu, die darf man nicht unterbrechen. Aufgrund der großen Feldausdehnung oben rüber, Sie haben es eben gesehen, wie ich es gezeichnet habe, wenn daneben jetzt irgendwo noch ein anderer Leiter ist, dann verkoppelt der ja mit dem. Also dann sieht er ja Feld von dem einen Leiter. So, das heißt also, Sie müssen relativ große Abstände zwischen den Leitungen da haben. Und dasselbe gilt eben nicht nur für Leitungen, sondern eben auch für einen Deckel beispielsweise. Also wenn ein Deckel da drauf kommt und der sehr dicht an der Leitung dran ist, dann ist auch das nicht so toll. So, das haben wir auch gehabt. Okay, noch zum Leerlauf. Im Prinzip haben Sie hier am Ende noch wieder Feldüberhöhungen. Also das Feld ragt ja noch so ein bisschen aus dem Leiter raus. Das hört nicht einfach nur hier unten auf, wie man sich das wünschen würde, sondern es ist eben noch an dieser Stelle noch elektrisches Feld da, was dazu führt, dass elektrisch gesehen die Leitung eben nicht genau da aufhört, wo sie mechanisch aufhört, sondern im Prinzip noch so ein bisschen weitergeht. Der Strom, man kann auch eine andere Sicht auf das Ding bringen. Der Strom ist nicht so ein schöner Sinus, wie man sich den vorstellen würde, sondern der ist eben ein bisschen steiler, so vielleicht. Und damit verschiebt sich hier, Sie sehen das, diese Nulldurchgänge verschieben sich so ein Stückchen und das Ding erscheint eben etwas länger, als es wirklich geometrisch ist. Kann man auch noch ein Cap dran machen, wie ich das auf der rechten Seite da modelliert habe. Okay, wenn man solche Leitungen haben möchte, kapazitive Belege im Prinzip haben möchte oder eben auch, wir haben ja von Leerlaufleitungen gesprochen, die dann irgendwie nach Lambda-Viertel zu einem Kurzschluss werden und so. Das kann man relativ gut hinkriegen, wenn man hier solche Radial Stubs nimmt, also die Dinger hier einfach leer laufen lässt, da an der Stelle, und das hier beispielsweise Lambda-Viertel lang ist, dann macht das hier einen ziemlich guten Kurzschluss zum Ground an der Stelle. Man kann das noch ein bisschen verbessern, indem man zu beiden Seiten ausführt, rechts. Wir werden das noch machen, wenn wir über Verstärker und Verstärkerdesign sprechen. Entscheidend ist, was Sie wollen, ist, dass das Ganze hier möglichst niederohmig ist und dass es auch einen hohen kapazitiven Belag hat, was dasselbe ist wie niederohmig, aber Sie wollen es trotzdem örtlich möglichst begrenzt haben. Ne? Sie wollen nicht die Diskussion anfangen, was zählt eigentlich als Anfang, das Ende oder das Ende, sondern es soll möglichst klein sein. Und je breiter die Leitung ist, desto schwieriger ist diese Diskussion. Ne? Also wo fängt das eigentlich an und wo hört es auf? Und damit Sie das örtlich gut lokalisiert haben, führen Sie es gerne auf so einen Punkt, aber auch nicht auf einen Punkt, sondern eben einfach nur auf eine kleinere Strecke zurück. Gut, Kurzschluss, klar, einfach Loch bohren, via dadurch. Aber auch das ist natürlich hier im Prinzip eine Spule, ne? Die da auf Ground geht. Und ab einer gewissen Frequenz spielt das eine Rolle. Ein Wort noch zu, wie führe ich auf der Platine Knicke aus in der Leitung. Sie hätten wahrscheinlich jetzt gesagt, so schön mit Igel, ne, schön rechtwinklig. Zack, 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 zack. Nee, machen wir nämlich nicht. Wenn wir jetzt nämlich hier eine Welle hochschicken, dann knallt diese Welle hier an diesen Leerlauf ran, was das ja aus der Sicht ist, in dieser Richtung ist, und dann geht die einfach wieder zurück. Und nach rechts kommt nichts an. Wenn Sie dasselbe aber machen hier, schicken Sie die Welle hier rein, dann wird die auch da an den Leerlauf knallen und hier schön reflektiert werden und geht da weiter. Zumindest ist das so der Plan und die Modellvorstellung. Ne?
Deswegen wird man hier sogenannte 50% mitered bends ausführen in der HF-Technik, wo man eben dieses hier quasi als Spiegel nutzt. Jo. Das Modell ist hier so ein bisschen L und C, habe ich da rechts hingeschrieben, ist hinterlegt in verschiedenen Simulatoren. So, der Punkt hier noch, der Schlitz in der Ground Plane. Was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht an das halte, was der Oberschmidt eben erzählt hat? Ich sage nämlich die oberen Leiter trenne von der Masse und sage, da mache ich halt irgendwas rein, ne? Weil, oder säge ich was, da brauche ich Platz und so. Sie gucken im Prinzip jetzt von unten, also von der Kupferschicht, von der Massefläche hier auf die Schaltung drauf und Sie sehen hier gestrichelt noch angebracht die Mikrostreifenleitung. Naja, Sie können sich jetzt vorstellen, in welche Richtung wollen wir es denn haben hier? Genau, Sie können sich vorstellen, hier meinetwegen der Strom fließt. Na, das war nicht gut. Eigentlich ist nichts passiert. In dem oberen Leiter fließt der Strom in diese Richtung. Dann fließt der unten in der Masseleitung natürlich irgendwie zurück und idealerweise hier, da ein bisschen mehr und da mehr und dann nach außen abnehmend. Ne? So würde man sich das ja vorstellen. So, das nennen wir alles mal J, damit man weiß, wovon wir reden. Und jetzt haben sie es in der Mitte durchgesägt. So, was passiert? Der Strom muss einen von diesen Wegen hier nehmen, also muss da drum herum gehen. Es wird sich ein elektrisches Feld aufbauen. Halt, das müsste ich in Rot machen. Es wird sich ein elektrisches Feld aufbauen. Ja, das hätte ich vielleicht hier ein bisschen von der Amplitude her klein machen sollen. So. Gut, und was Sie haben, wenn Sie das richtig ausführen hier, sodass das hier meinetwegen so eine halbe Welle da reinpasst, dann haben Sie eine ganz wunderbare Antenne gebaut. Da ist eine Schlitzantenne, funktioniert ganz wunderbar, super. Wenn Sie das wollten, ist das gut. Wenn Sie das nicht wollten, dann haben Sie was falsch gemacht. Da haben Sie nämlich wunderbar, also man kann damit wunderbare Dinge überkoppeln, auch resonant überkoppeln, weil das ja auch, wenn es die richtige Größe hat, auch durchaus ein resonantes Element sein kann. Ne? Aber wenn Sie eigentlich nur eine Leitung haben wollten, die die Energie von links nach rechts oder von rechts nach links transportiert, dann war es das nicht. Also das darf man nicht tun. Ne? Gut, so.